Jetzt geht es um Interfaces. Wir schauen uns mal an, wofür man diese braucht. Ich habe hier mal ein Bild aus einem App Store gezogen. Der App Store ist schon seit sehr langer Zeit vorhanden. Es kommen aber jeden Tag neue Apps raus. Und die Frage ist jetzt, wie schaffen es denn die Macher von Apple und Google, dass die zukünftigen Apps auch kompatibel sind mit dem App Store? Und das ist genau die Rolle, die ein Interface spielt. Nehmen wir mal also an, wir haben ein System, ein Bestandssystem, was es schon sehr lange Zeit gibt, wie zum Beispiel den App Store. Und der App Store, der hat natürlich eine Menge von Apps. Und diese Apps sind vom Datentyp her eine Liste von irgendeinem Datentyp, irgendeinem App-Datentyp. Das würde ich gleich nochmal ergänzen. Wenn ich jetzt eine neue App baue, dann wird diese neue App zum Beispiel meine App heißen. Und sie wird auch im App Store eingefügt werden müssen. Dafür benötigt sie, damit das gut funktioniert, ein paar Methoden, wie zum Beispiel die Methode getName. Und gibt ein String zurück. Wenn der App Store nicht rauskriegt, wie der Name der App ist, die jetzt neu in den App Store aufgenommen werden soll, dann kann die App auch nicht angezeigt werden. Wenn ich diese App jetzt in den App Store einfügen möchte, dann gibt es vielleicht so eine Methode wie Add. Und diese Methode Add, die kriegt eine App und die ist auch von Typ irgendwas. Werden wir gleich sehen, was das genau ist. Wie kann ich jetzt sicherstellen, dass zukünftige Apps, die also heute noch gar nicht bekannt sind, kompatibel sind mit dem App Store und so zum Beispiel eine Methode getName tragen? Das kann man machen mit Hilfe von Interfaces. Ein Interface ist keine eigene Klasse. Es ist ein Interface. Deswegen schreibe ich hier auch wieder in ein rechteckiges Kästchen Interface rein. Und ich gebe diesem Interface einen Namen und ich nenne das mal iApp. Also großes I und dann App. Und ein Interface hat keinerlei Variablen, es hat nur Methoden. Und diese Methoden sind am Ende die Methoden, die ich in einer neuen App erzwingen würde, damit diese kompatibel ist zu einem alten System, wie zum Beispiel dem App Store. Und in dem Interface, da schreibe ich jetzt zum Beispiel rein, es gibt hier eine Methode getName. Und diese returnt einen String. Jetzt kann ich sagen, dass meine App, die ich ja erst zukünftig vielleicht bauen werde, von diesem Interface die dort beschriebene Methode implementiert. Das heißt, dass meine App, wenn ich sie programmieren würde, die würde dann irgendwie so lauten: Public Class meine App. Und dahinter würde ich dann schreiben: Implements
IAP. Und dieses Implements IAP, das hat genau diesen Zweck, zu sagen, okay, wenn du eine neue App programmierst, dann nutze dieses Interface dafür. Dieses Interface erzwingt die Implementierung der Methode getName. Und jetzt kann ich in der Klasse App Store sagen, dass alle Apps vom Typ Liste IApp sein sollen. Und wenn ich eine neue App hier einfüge, dann soll diese auch vom Typ IApp sein. Obwohl IApp keine Klasse ist, die man direkt instanziieren kann, sind allerdings alle Klassen, die das Interface IApp implementieren, auch vom Typ IApp. Und deswegen funktioniert das, dass ich hier diese meine App von Typ IApp dem App Store übergeben kann. Wie sieht es jetzt aus in Java? Ich habe hier den App Store. Der App Store hat meine Liste M-Apps. Diese sind vom Typ IApp. Und hier wird zum Beispiel die Methode addApp benutzt. Der wird eine Instanz von IApp übergeben. Und jetzt gucken wir uns mal das Interface an. Hier ist mein Interface IApp. Und dort sieht man also die Methode getName. Wichtig ist zu sehen, dass es keinen Body gibt. Also die Methode getName hat keinen Body, es kommt, folgt sofort das Semikolon. Das bedeutet, hier wird erst das Verhalten tatsächlich in der Klasse beschrieben, die dieses Interface implementiert. Und ein Interface wird also immer mit dem Keyword Interface hier oben eingeleitet. Meine App hat dann dieses Implements IApp, wie ich es auch gerade schon beschrieben habe. Und dort werde ich jetzt gezwungen, die Methode getName zu implementieren. Ich komme nicht drum rum. Ich muss es unbedingt machen. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich diese Methode nicht implementiere. Sonst würde Eclipse bzw. Java sagen, hallo, du willst hier ein Interface nutzen, dann bitte zeig uns doch mal, wie die Methode aussieht, damit das Ganze dann kompatibel ist mit dem App Store.